Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute stelle ich euch mal einen Wohnwagen von der Firma Stärkemann vor. Ein Franzose, gehört zur Trigano-Truppe. Und dies ist das neueste Modell, 2023er, ein Grafit Starlet 480 CP. Wir gehen mal kurz näher ran. Damit wollen wir morgen nach Fehmarn fahren. Allerdings muss ich dazugeben, wir sind noch nie Wohnwagen gefahren im ganzen Leben. Und das wird dann so unsere erste größere Fahrt. Ich habe mir natürlich schon viele YouTube-Videos angesehen, die allerdings auch immer nur so, sag mal so, wie ich jetzt hier filme, von außen gezeigt werden. Natürlich auch von innen. Aber mich interessieren natürlich mehr die technischen Details. Und das werde ich alles nochmal vernünftig darstellen, vielleicht noch in einem zweiten Video. Der Wohnwagen ist 5,60 Meter lang, ohne Deichsel, mit Deichsel 6,70 Meter. Hat eine Breite von 2,30 Meter, innen 2,15 Meter und Höhe 2,58 Meter. So, das ist jetzt nochmal die andere Seite. Ich hoffe, dass ich hier mal hochkomme. Bis zur Klimaanlage. Oh, nicht so ganz. Hätte ich doch meine Drohne mitnehmen sollen. Aber gut, es ist nun mal so. So, dann haben wir eine vernünftige Markise noch. Die Fiama 45S mit ganzen 4 Metern. Da kommen dann noch Seitenteile dran. Und nicht zu vergessen, für Neulinge haben wir ein Mover anbauen lassen. Enduro, der ist auch Gott sei Dank vollautomatisch, also bisher hat er uns vernünftig vom Parkplatz zum Auto gebracht. Ist schon ein interessantes Teil mit der Fernbedienung. Nun sind wir in unserem Wohnwagen und da muss ich einfach mal sagen, wir haben schon viele Vorstellungen gesehen von Wohnwagen, aber als absoluter Neuling, und da bin ich normal in diesem Bereich, fragt man sich natürlich, Mensch, wo ist was, wo sind Steckdosen, wie läuft das mit dem Strom, wie läuft das mit dem Wasser und so weiter. Aber gut, fangen wir hier erstmal an. So, das ist unsere Sitzgruppe. Da können wir morgen schön frühstücken. Waren gerade eine Woche auf Fehmarn, haben zum ersten Mal diesen Wohnwagen getestet. Leider hatten wir wirklich schlecht Wetter und es war kalt. Aber egal, es hat trotzdem Spaß gemacht. Hier kann man noch, wenn man noch zwei Personen zusätzlich mitnimmt, den Tisch absenken. Das ist dann kein Problem. Und man kann das Bett sozusagen querlegen. Somit könnten noch zwei Personen quer schlafen, wenn man mal Kinder mitnimmt, wie auch immer. Hier unten drunter ist dann, da wo jetzt so schön dekoriert ist in diesem Fach, ist nochmal ein Polster drin. Das kann man dann für das Bett mit nutzen. Ja, ansonsten ist die Einrichtung natürlich zusätzlich, das heißt nicht zusätzlich gekommen, aber die Dekoration natürlich, das war natürlich im Neuzustand nicht dabei. Ich habe noch ein kurzes Video, als wir ihn abgeholt haben. Vielleicht blende ich es nochmal ein. Was hier schön ist, man hat wirklich Platz, man hat überall viel Platz. Man kann alles Mögliche hier unterstellen, großzügig. Und wenn man jetzt fährt, muss man das natürlich so stellen, hier ist jetzt erstmal gar nichts drin, dass es nicht ständig hin und her wackelt. Ich glaube, hier haben wir schon unsere Handtücher drin. Es geht bald für 4 Wochen nach Italien, Nähe Venedig. Dann hoffen wir, dass wir da mal schöneres Wetter haben. So, jetzt gehen wir noch so ein bisschen weiter zur Einrichtung, bevor es gleich zur Technik kommt. Hier ist nochmal ein relativ großer Schrank. Da läuft die Heizung durch, das heißt durch diesen Schlauch laufen die Abgase von dieser Thoma-Heizung, die uns wirklich auf Fehmarn gute Dienste geleistet hat. Es war schön kuschelig warm hier drin. Das war schon mal ein Vorteil. So, jetzt schauen wir uns die andere Seite an. Da haben wir ein großes Bett, 1,50 x 2. Wir haben uns wirklich wie zu Hause gefühlt.
Einen Morgen wusste ich gar nicht, bin ich zu Hause oder bin ich im Wohnwagen. Das ist also wirklich schon sehr schön. Auch hier oben, ich mache sie jetzt nicht alle einzeln auf, die Schränke, da ist noch mal viel Platz drin. Hier in dem linken Schrank kann man Hosen und sonst was alles reinhängen. So, hier hat meine Frau natürlich wieder so ein bisschen schön dekoriert. Der Fernseher, komme ich nachher noch mal drauf zurück, ist natürlich im Nachhinein hier reingekommen. Das wäre schön, wenn der auch noch serienmäßig gewesen wäre. So, Küche, auch von den Schränken her, das ist sehr schön. Man hat Platz genug, man kann auch, das ist jetzt also ein bisschen dunkel, Geschirr, was rutschfest ist. Das Melamingeschirr, das ist also wirklich super. So, Küchenabteil, das ist also wirklich super. Diesen Herd haben wir gar nicht genutzt, weil wir draußen eine Induktionsplatte hatten und haben alles draußen fertig gemacht. Ist einfacher. So, Wasser, spülen, das denke ich ist auch nur für den Fall der Fälle. Ansonsten machen wir das in den Räumen auf dem entsprechenden Campingplatz. So, dann haben wir hier drei Schubladen. Oben Besteck und einiges andere. Das geht auch. Das haben wir zwar ersetzt, weil wir was Schwarzes haben wollten. Das war so in so einem Beige-Ton. Gefiel uns nicht so gut. So, das machen wir wieder zu. Was also wirklich ganz toll ist, ist der Kühlschrank. Den muss ich jetzt erst einmal beidhändig öffnen. Das heißt, kein Kühlschrank, sondern eine Kühlschublade, die 150 Liter Inhalt hat und zusätzlich, dort haben wir ein Getränkefach, wo man wirklich große Flaschen reinlegen kann. Hier ist noch eine Gemüseschale, wenn man es dann sehen kann. Ja, und dieses ist das Eisfach, wo man wirklich etwas mitnehmen kann und es bleibt gefroren. Ich ziehe es mal kurz auf. Da passen also 15 Liter rein. Man glaubt gar nicht, was wir da alles so reingestopft haben. Das war also wirklich sehr schön. Wir haben zum Beispiel eingefrorene Croissants, die wir uns morgens immer schön fertig gemacht haben. Also das ist schon eine tolle Sache. Wiederum, klar, man braucht nicht unbedingt diese Größe. Hier kann man gut eine Kiste Bier reinstellen. Für uns wäre dann eher Wein und Sekt angesagt. Jetzt zur Temperatur in diesem Kühlschrank. Wir haben den mal hochgestellt, also wirklich auf höchste Stufe zwischen 6 und 7. Und da bringt er im Eisfach ungefähr 13, 14 Grad minus. Aber, kleiner Nachteil, der Rest im Kühlschrank ist dann bei 0 Grad. Also, war schön kalt. Wir hatten schönen kalten Weißwein und natürlich auch sehr kalten Sekt. Das muss man dann halt noch ein bisschen regulieren. Jetzt schauen wir uns das kleine Bad noch an, was man eigentlich auch nicht so oft nutzt, sag ich mal so, Notfall. So, da gucken wir einmal nach unten. Die Wohnwagenkenner wissen natürlich, wie sowas funktioniert. Ich wusste das leider nicht. Aber man hat jetzt einiges kennengelernt, was hier auch sehr schön ist. Also das spiegelt nicht nur, sondern hier ist wirklich eine Dachluke, auch mit Fliegennetz, und man kann es zuziehen, man kann es auch ganz aufmachen. Das fand ich also wirklich schon hervorragend. Man könnte sogar duschen. Man kann diese Bürste hier rausziehen und könnte diesen Vorhang, wenn man den jetzt so sieht, einmal rundherum ziehen und könnte duschen. Sag mal, das wäre wirklich nur für den Notfall, wenn man irgendwo mal, ja, aus welchen Gründen auch immer, autark steht und man möchte gerne mal duschen. Ansonsten machen wir das natürlich auf dem Platz in den Waschräumen. So, jetzt haben wir das Bett mal hochgeklappt und man sieht wirklich den, ja, für mich großen Laderaum, wo man wirklich alles Mögliche reinpacken kann. Stühle, Tisch, da ist unser kleiner Herd auf der rechten Seite. Dort hinten ist der 50 Liter Wassertank. Das sollte reichen im Normalfall. Wassertank oder dieser Wassertank ist nicht für die Toilette, sondern die Toilette hat noch einen extra 15 Liter Tank.
Jetzt kommen wir mal zu der Stromversorgung. Im Prospekt standen 4 Steckdosen enthalten, aber man konnte nicht wirklich sehen, wo sind die eigentlich. Also fangen wir mal irgendwo an. Hier gleich im Eingangsbereich sind nicht die Steckdosen, sondern da haben wir die Lichtschalter, einmal für außen, einmal für innen. Da sind wir, also außen, innen. Und hiermit kann man sogar noch mal das Licht dimmen. Das ist also eine sehr schöne Sache eigentlich. So, aber Steckdose. Die erste Steckdose ist hier unter dem Tisch, unter der Sitzbank. Da ist eine. Dann schauen wir mal weiter. Eine, die zweite Steckdose, die war auch erstmal nicht sichtbar auf den vielen Bildern, ist hier unten drunter im Küchenbereich. Hier steht eigentlich ansonsten unsere Kaffeemaschine. Und die schließen wir dann natürlich hier oben an. Zweite Steckdose. Dritte Steckdose ist dann hier oben, wo der Fernseher angeschlossen ist. Und die vierte Steckdose ist im Schlafbereich dort unten rechts aufzuklappen. Okay, bisschen ungewöhnlich, aber da ist er nun mal. Ansonsten ist hier auf der unteren Seite vielleicht so gerade sichtbar noch ein Lichtschalter, der dann für die Beleuchtung hier oben ist. Leider ist der nicht von vorne bedienbar, aber gut, so viel Licht braucht man ja hier auch nicht immer im Schlafbereich. Zusätzlich könnte man den Schlafbereich noch mit einem Vorhang zuziehen, wenn man das dann wollte, aber eigentlich nicht notwendig. Die USB-Stecker hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Allerdings muss ich dazu sagen, die sitzen nirgends hier vorne, sondern wirklich da ganz hinten hinter. Ist also immer so ein bisschen Fummelei, die zu finden und den Stecker da richtig rum reinzukriegen. Aber gut, ist halt so. Der Warmwasserboiler, ich sag mal Boiler dazu, elektrisch, sitzt hier unter der Sitzbank. Ich mache das mal eben hoch. Also diese Polster lassen sich leicht entfernen, einfach nur abnehmen und gut. So, hier hinter ist dieser sogenannte Warmwasserboiler. Da ist er, ist vielleicht nicht so gut zu sehen. Der hat innen einen Heizstab. Der Heizstab lässt sich auch zusätzlich schalten. Nämlich über diesen Schalter, wenn ich das so richtig rum zeige. Dann wird dieses Wasser, das sollen auch 15 Liter sein, wird auf 65 Grad erhitzt. So, ein bisschen warm eigentlich, aber es muss ja mit dem Kaltwasser gemischt werden. Insofern haben wir festgestellt, es ist sehr gut und wenn man ganz auf heiß dreht, kriegt man auch wirklich schön heißes Wasser. Kurzer Blick auf die Klimaanlage. Dometic FJ2200. Mit dieser Klimaanlage kann man auch heizen. Haben wir mal ausprobiert. Funktioniert, aber die Gasheizung von Thoma ist dann schon ein bisschen besser. Was hier sehr, sehr schön ist, man kann die auch über Timer einstellen, die Klimaanlage. Wir haben dann natürlich noch nicht genutzt, denn es war eher kalt und nicht warm. Die zeigt ständig die Außen- oder Innentemperatur an. Hier haben wir jetzt gerade 12 Grad drin und lässt sich eigentlich auch nur über die Fernbedienung bedienen. Das heißt, man nimmt einmal den Schalter, stellt den auf ein. Geht jetzt allerdings nicht, weil ich im Moment den Wohnwagen nicht an Strom angeschlossen habe, sondern nur über Batterie. So, dann kann ich sagen, so, wenn wir mittags oder nachmittags vom Strand kommen, so ab 14 Uhr bitte Klimaanlage an, 16 Uhr wieder ausschalten. Das funktioniert automatisch. Man kann die über Nacht einstellen, dass eine gewisse Temperatur eingehalten wird. Dann misst die alle 20 Minuten, halbe Stunde die Temperatur und regelt dann wieder nach. Das ist also wirklich eine tolle Sache, aber wir werden das erst noch feststellen. So, und weiter zum Fernseher. Ein 22 Zoll Fernseher, den wir uns im Nachhinein zugelegt haben. Die Halterung war vorhanden im Wohnwagen. Der SAT-Anschluss auch. Aber wo die Antenne hinging oder das Kabel hinging, war erstmal nicht festzustellen. Das war so ein bisschen Sucherei. Aber wir haben es geschafft und nutzen jetzt den Fernseher über eine Außensatellitenantenne.
Natürlich ist auch schwenkbar, dass wir also auch hier von unserer Sitzposition aus abends schauen können. Zumindest einmal heute Journal sehen, ein bisschen auf dem Laufenden bleiben. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Achso, das hätte ich fast vergessen. Also alle Fenster haben natürlich Fliegengitter und jeweils eine Jalousie. Fliegennetz einmal so und Jalousie zusätzlich. Es wird dunkel. Das geht bei jedem einzelnen Fenster, auch bei der Tür. Kann man natürlich abends zuziehen. Und auch hier ein Fliegennetz, das ich vorziehen kann. Und dann bleiben die Tierchen draußen. Das funktioniert halt bei allen Fenstern. So, natürlich auch hier oben. Hier kann ich komplett zuziehen, um es abzudunkeln. Ich kann es natürlich auch insgesamt aufmachen und kann mir auch hier dieses Fliegennetz vorziehen. Wird alles demnächst in Italien noch getestet. Auch die Küchenbeleuchtung hat man also wirklich sehr schön hier integriert. Ein Knopfdruck und alles wird hell. Oder auch nicht. Jetzt noch einmal ein bisschen Technik. Das ist oben über der Tür ein Elektropanel. Damit kann man einiges nachschauen. Man kann es auf Dauer stellen oder auf Standby. Hier habe ich es jetzt mal auf Dauer gestellt. Einmal kurz wieder drücken. Ich kann hier den Wasserstand ablesen. 25%, also von 50 Liter 25%. Dann kann ich schauen, was macht die Wohnwagenbatterie. 12,5 Volt, 87%. Also muss ich mal wieder laden. Hier könnte man auf Auto gehen. Das Auto ist natürlich im Moment als Zugfahrzeug nicht angeschlossen. Ansonsten würde der auch von dem Auto die Batterie anzeigen und auch die Batteriespannung anzeigen, also in Prozent. Also das ist eigentlich wirklich ein sehr schönes Teilchen. Sollte irgendwas zu niedrig sein, sei es Wasserstand, sei es Batterie, kommt hier auch ein Warnton und man kann entsprechend reagieren. Ja. Fazit vorab, wir haben hier fast ein zweites neues Zuhause bekommen, mit dem wir auch ständig unterwegs sein können, je nachdem wie oft wir das tatsächlich dann machen. Meine Frau hat das wirklich sehr, sehr schön eingerichtet hier, also Deko ist fantastisch, da kann ich mich wirklich nur für bedanken. Also man kann sich hier wie zu Hause fühlen. Man hat, wie ihr seht, sehr, sehr viel Papierkram. Das habe ich also fast, betone ich mal, schon komplett gelesen. Es sind also einige Dinge, die man wirklich wissen sollte. Und diese Sachen sollte man eigentlich auch mit im Wohnwagen haben, um mal schnell was nachzulesen. Zu dem Kühlschrank im Nachhinein ist mir das noch eingefallen. Es ist also ein reiner 12-Volt-Kühlschrank, ein Kompressorkühlschrank, der über 12 Volt läuft. Das heißt, wenn wir hier losfahren, werde ich ihn vorher sicherlich einen Tag ganz normal über Strom laufen lassen. Und dann läuft er halt über die Autobatterie, Zugfahrzeug oder eben die Batterie, die hier im Fahrzeug ist. Und wir haben es ausprobiert. Es bleibt schön kühl. Ja, damit sage ich vorab vielen Dank fürs Zuschauen. Wer Spaß hat, das weiter zu beobachten, mal schauen, was wir noch für Erfahrungen mit dem Wohnwagen machen. Gerne dranbleiben, gerne den Kanal abonnieren und bis bald mal wieder.